Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Feldsturm und es gibt das nächste 1 gegen 1 und zwar ist das auf Taldarim Altau. LE. Zwischen Kick-Asi, hier oben rechts das Terraner und unten links haben wir dann Terraner und zwar Tech Imaginary. Ja, oder Tech Imaginary. Ich weiß nicht, ob das ein großes I ist oder ein L, aber es ist eigentlich auch scheißegal. Und ja, werden die Spieler hier GG, GL, HF und also hier Half-Life, Get Friends oder irgendwie so schreiben. Was war denn das? Ein Missklick. Gucken wir mal, was er da für LPM geschoben hat. Hallo. Ja, würde ich mal meinen Satz beenden. Und zwar werden die das machen. Sag ich mal, was hier Sache ist die nächsten Wochen. Und zwar ist es heute der 7.12. Und es kommt bald Weihnachten. Und wenn Weihnachten kommt, kommt auch meine Freundin vorbei. Allerdings versuche ich, gucken, ob Langtam irgendwie mal irgendwann Lust hat, mal, oder Zeit eher gesagt. Zeit hat ein bisschen mitzukasten, versuchen wir hier ein paar Spiele rauszuhauen. Es gibt die ein oder anderen Koop-Spiele, also hier Left 4 Dead oder so, oder 4, was jetzt mittlerweile komplett hochgeladen ist. Das ist so zwischendurch, wenn wir mal Zeit haben, weil wenn man mal Zeit hat, muss es nicht unbedingt heißen, dass man da immer Lust hat, hier professionell zu casten. Und ja, deswegen kann ich da nicht versprechen, dass das hier nur StarCraft sein wird, was gemacht wird. Allerdings würde ich versprechen, dass ich auf jeden Fall noch ein paar Replays caste. Wir haben mittlerweile, ich denke mal, das sind jetzt noch 10 Stück. Das sind eine Menge 4 gegen 4, das sind ein paar gegen 3, 3 gegen 3, sind auch ein paar 1 gegen 1. Und ich werde versuchen, die mehr oder weniger rauszuballern, dass man über die Festtage ein bisschen was Schönes hat, was man so angucken kann, wenn man gerade sagt, oh, ich bin so voll gefressen von meinem Braten. Und es gibt übrigens ein Double Gas Opening nach der Breaks auf Seiten von Kick-Assi. Und der Herr Imaginary macht einfach nur ein Standard Barracks Opening und beide haben ja gesehen, ich bin hier so ein Scouten gegangen. Imaginary ist mittlerweile schon da. Hat er jetzt überhaupt was gesehen? Nö. Er ist nicht weit genug reingerannt. Sehr interessant. Er rennt jetzt noch. Er rennt, so wie ich das sehe, noch hier hoch. Interessant. Wird dann hier nichts finden. Und wird sich dann denken, na, was ist denn hier los? Da war er bestimmt hier. Und da, ja, hat er sich ein bisschen verrissen. Was jetzt hier Kick-Assi gerade verrissen hat, das sage ich mal ganz schön, ist die beiden Worker. Die machen hier nichts. Ich hoffe mal, das wird ihnen auffallen, weil im Spiel sieht man dieses kleine Symbol hier. Und das kleine Symbol sagt, hallo, da gibt es ein paar Arbeiter, die ins Arbeiten. Und es sieht so aus, als würde hier enorm Gas-Heavy gehen wollen, weil das sind 2x3 Arbeiter, die am Gas sein sollen. Und der WWF hat jetzt hier schon ein bisschen von den Marine beballert und wird hoffentlich, ja, kommt noch raus. Tech Imaginary macht im Prinzip One Rex Fast Expand oder wie das denn geschimpft wird. Dazu kommt eine zweite Rex. Und Kick-Assi haut hier ein was ist das, ein Tech Lab? Ne, es ist ein Reaktor an die Barracks ran. Und wir werden noch mal schauen, was hier passiert. Er haut auf jeden Fall die Factory raus. Ich weiß nicht, ob er dann, er hat es übrigens hingekriegt hier mit den Arbeitern. Ich weiß nicht, ob er hier plant auf Siege Tanks zu gehen. Oder was könnte man noch damit machen? Siege Tanks? Tors? Irgendwie Fast Tors oder sowas. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich bin natürlich kein Terraner-Spezialist. Und wie ihr alle wisst, habe ich natürlich keine Ahnung von StarCraft. Ah ne, er macht Hellions. Okay, also der Reaktor ist jetzt hier am Start. Das heißt, da wird jetzt hier anfangen mit Double Hellion-Produktion. Warum er dann so viel Gas versucht abzubauen, weiß ich nicht ganz. Da werden wir einfach mal sehen, was hier passiert. Auf jeden Fall haut er jetzt hier den Starport raus. Und hier kommt ein Tech Lab an die Barracks. Vielleicht ist das auch irgendwie ein neues Bild, was ich noch nie so kenne. Allerdings hat er gesehen, dass der Gegner Marines baut. Beziehungsweise hat gesehen, dass einer gebaut wird. Und da ist er vielleicht mit den Hellions gar nicht so schlecht, weil die machen natürlich ein bisschen mehr Schaden gegen Bio, wenn das jetzt hier auch stimmt. Gegen leicht. Also jetzt gucken wir doch mal, ob die Marines hier leicht sind. Die haben zumindest leicht. Hier unten steht es auch. Leicht. Also, ja. Mir wurde ja gesagt, dass ich mich mehr über die Einheiten informieren soll. Ich hätte alleine von dem Model schon sagen können, dass die irgendwie leicht und biologisch sind, weil es sind halt einfach Menschen, die in einer verkappten Kackebernd-Rüstung drin sind, Infanteriepanzerung. Aber ich will da gar nicht so weit abschweifen. Kick-Assi hat jetzt hier drei Hellens draußen, haut jetzt noch zwei weitere raus und er geht scheinbar auf Banshees, aha, sogar mit Cloak. Cloak bei Terranern, ich weiß nicht, ob er da hofft, dass er da irgendwie auf ein Timing raufkommt, dass die Satellitenzentralen keine Scans haben, aber da er gesehen hat, dass der Gegner zwei
Satellitenzentralen, also zwei Command Center hatte, in dem Moment, als er hier reingerannt ist. Hat er das überhaupt gesehen? Das muss ich mal gucken. Ja, doch, hat er gesehen. Richtig. Ja, dann wird er auch bestimmt damit rechnen, dass auch die Scans mehr oder weniger vorhanden sein werden. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es ist noch kein Scan hier runtergegangen. Nee, es sieht nicht so rund aus, es wäre schon mal gescannt worden. Ich guck noch mal. Nee, Tech Imaginary macht das mit dem Scouten sehr schlecht. Er weiß noch gar nicht so richtig, was der Gegner macht, wie er das macht. Also wie er was von Bild erfährt, ob er auch auf eine Fast Expand geht oder ob er auf One Base bleibt, so wie das mittlerweile der Fall ist. Also schauen wir doch mal, was hier passiert. Ich kann auf jeden Fall so viel sagen, dass jetzt hier 7 Hellions am Start sind. Die werden hier hinten nochmal durch 2 weitere verstärkt. Die werden wahrscheinlich dann in diesen Marine Ball hier reinfahren und ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut ankommt. Wir werden nochmal sehen, was hier passiert. Da ist der erste Hellion weg, jetzt drehen sie um, jetzt fahren sie wieder rein, jetzt drehen sie wieder um, jetzt fahren sie wieder rein. Und dann sind irgendwie 3 gestorben. Also das war... Ich würde mal sagen, weniger effektiv. Die Banshee allerdings ist jetzt hier schon ein bisschen auf dem Weg. Die macht sich hier um die Ecken der Karte auf dem Weg in die Mainbase von Imaginary. Und ja, der macht im Prinzip nicht viel. Also der haut hier Barracks raus ohne Ende, ohne irgendwelche Expansions. Also ohne hier Upgrade-Dinger, hier, wie heißen die Dinger, hier, Reaktoren, so shit. Komischen Forschungszentren. Forschungsgebäude ist das. Und das andere ist einfach, keine Ahnung, Produktionsgebäude. Ja, also der haut es nicht ran. Beziehungsweise jetzt macht er es. Jetzt, wo ich ihn gerade dafür irgendwie eins reindrücken wollte, macht er das. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich schade für mich. Beziehungsweise gut für ihn. Können wir jetzt drinnen wenden, wie wir wollen. Die Banshee von Kick-Alti macht jetzt hier so ein bisschen los. Sie fliegt jetzt hier rein, hat schon 5 SCVs abgebissen. Da geht auch noch ein 6er mit an den Start. Jetzt kommt das Cloak und jetzt kommt der Scan und jetzt muss er mal aufpassen, dass er da wieder schnell rauskommt. Das Problem ist jetzt bei den Marines, die haben keinen Stim, weil das halt zu spät an den Start ging. Also die Tech Labs. Und es wird immer noch nicht gebaut, also erforscht. Weil Imaginary einfach gerade zu wenig Gas hat, um da irgendwie jetzt das Stim reinzuballern. Und jetzt zieht er sich mit seinen Marines schon wieder zurück, weil die Hellions hier reingefahren sind und hätte ich mal richtig aufgepasst, dann hätte ich gesehen, dass die wahrscheinlich hier komplett alles verlegt haben. Also die ganzen SCVs. Muss ich mal gucken. Die haben ordentlich jetzt die Wies weggehauen, oder? Wir gucken doch mal schnell auf die... Alter! Moment, das muss ich mir nochmal richtig angucken. Wie war denn das? Getötete Einheiten Steuerung. Er hat gemeint, dass er müde ist. Ui, 32 Arbeiter gekillt. Also das ist schon echt... Das ist richtig pervers. Das tut mir sogar leid, dass ich das in dem Moment jetzt vergessen habe. Oder beziehungsweise nicht gesehen habe, dass das jetzt passiert ist. Die beiden Banshees kommen jetzt hier leider nicht mehr rein, weil der Turm im Weg steht. Da müssen jetzt außen rumfliegen. Es gibt keinen weiteren Turm. Man könnte jetzt noch die 4 SCVs, die jetzt hier noch am Start sind, noch snipen. Beziehungsweise dann die beiden hier und die Muse und was hier alles so gebaut wird, um das schnell zu beenden. Und ich weiß nicht, wo Imaginary hinrennen will, aber da oben wird er nicht viel finden. Außer irgendwie eine leere Base. Und dreht jetzt auch schon wieder um und denkt sich, hä, was ist denn hier passiert? Das ist ja komisch. Normalerweise müsste dort irgendwas sein, weil hier oben rechts war nichts. Aber nein. Was hat er jetzt gemacht? Jetzt hat er beide Banshees hier verloren? Also ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich wäre jetzt hier nicht hingegangen mit der Kamera, um zu gucken, was hier passiert. Aber 2 Banshees gegen den Raketenturm zu schicken und beide zu verlieren, das ist schon ein bisschen sehr unglücklich. Gerade weil hier noch so viel Open Area, also offene Ebene ist, ja. Also so viel Möglichkeiten, um sich hier irgendwie ein bisschen um diesen Raketenturm, der hier stand, zu manövrieren. Und Tech Imaginary weiß nicht so richtig, was er hier vorhat. Er rennt ein bisschen lethargisch in der Gegend rum, findet nicht so richtig die Basis, die er eigentlich sucht. Von Supply her ist er besser am Start, aber ich denke, dass die beiden Siege Tanks, die dann hier bald gesiegt sein, also der erste ist ja schon gesiegt, aber die hier gesiegt sein werden, die werden hier mit diesen Bioball kurzen Prozess machen. Beziehungsweise die werden auf jeden Fall sehr viel Schaden anrichten. Und ich denke mal, dass er da aufpassen muss, dass er nicht so viele Marines verliert, weil zurzeit ist einfach vom Income, wir können das nochmal gucken, ist Kick-Assi sehr, sehr weit im Vordertreffen. Und jetzt kriegt er schon die ersten größeren Treffer rein und verliert hier auch eine Menge. Kick-Assi macht das gut, er hat hier die Bunker und schickt dann die News und die SCVs rein, um die mit der KI. Oh, jetzt ist er rausgegangen. Und mit der KI
des Gegners oder beziehungsweise mit dem Skill seines Gegners zu spielen. Und das hat er ganz gut gemacht. Der Siege-Tank hinten und der andere, der zwar jetzt kaputt gegangen ist, aber das ist jetzt egal. Die haben dermaßen reingehalten, dass es einfach alles komplett zerlegt hat. Und da waren auch die beiden Banshees, die haben sich auch noch ein paar Kills abgeholt. Und ja, ich denke, das war ein gutes Spiel von Kick-Assi. Er hat das Opening sehr interessant gestaltet. Ich glaube, mit dem Gas, wie man hier sieht, hat er sich ein bisschen vertan. Also gerade die beiden Arbeiter am Anfang, die hätten vielleicht noch besser mit an den Minereien arbeiten können. Beziehungsweise, wenn man dann auf so viele Hellions geht und relativ wenige Banshees baut, dann kann man gucken, dass man das mit dem Gas bisschen besser hinbekommt, um einfach nicht so viel Gas zu haben. Und empfehlenswert ist es auf jeden Fall, nicht nur eine Barracks hier zu haben, wenn man vielleicht doch noch ein paar Marines bauen will, um diese Bunker hier zu besetzen, beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen Ground Army zu haben. Ansonsten mit den Hellions hat er das gut gemacht, als die Marines hier mit den Banshees beschäftigt waren. Das habe ich leider nicht eingefangen. Ich könnte natürlich einfach nochmal gucken, ob ich nochmal an diesen Punkt rankomme, damit wir uns das nochmal ganz schnell anschauen können. Das sollte ja im Prinzip dann so ziemlich genau, ne, jetzt passieren. Die Hellions fahren jetzt hier rein, währenddessen die Banshees hier am Start sind und ja, die SCVs sind genau in diesem Moment halt aus dieser Basis raus, also aus der aus der Main Base, die Expansion geflohen und werden jetzt hier gnadenlos gebrutzelt. Hat er sehr schön gemacht. Das nennt sich auf Englisch übrigens Multiprong Attack, also dieses zeitgleiche Angreifen an zwei Fronten oder an zwei zwei Punkten. Und gerade in den niedrigeren Ligen, also ich sag mal so Bronze, Silber, vielleicht auch noch Gold, klappt das relativ gut. Da haben die Leute einfach noch nicht so viel Überblick, um da zu reagieren. Also das können wir uns im Prinzip alle angucken. Und da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Und jetzt sehen wir nochmal, wie ihr beide Banshees hier verliert. Das war schon sehr unglücklich. Also wie gesagt, doch mal mit den Banshees kurz reinpoken, gucken, was ist da los. Und wenn da ein Raketenturm steht, vielleicht nochmal gucken, ob irgendwo anders keiner steht. Und dann hat man die am Ende auch noch übrig und verliert die nicht. Ich danke fürs Einsenden, so wie immer. Ich freue mich, dass du so lange dabei bist, Kick-Assi. Dass du immer weiter hier Material einschickst, an dem wir alle lernen können. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ich war Feldsturm für PFKs. Und noch einen schönen Tag. Tschüssi.